Eine Werkbank. Machen wir mal hier. Damit können wir uns die Endertruhe wieder bauen. Und dann haben wir hier wieder unsere eine Kiste für Zeug. Da unten auf. Und dann brauchen wir Andesit, das hier. Und das hier brauchen wir tatsächlich nicht. Genau, so. Dann wird jetzt erstmal die Decke weggemacht, Leute. 5 Segmente nach vorne. Auch das hier wird jetzt weggemacht. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch brauchen. Eventuell. So, wie weit müssen wir überhaupt gehen? 5 Segmente. 5 mal 5 sind 25. So, 3 habe ich. Jetzt könnte ich eigentlich testen, ob ich da noch hinkomme oder nicht. Ja, es war also nur wegen Ricola da. Aber ich kann hier kein Gerüst hinbauen. Also gehen wir hier runter. Okay. Weiter. Wir hatten hier 1, 2, 3, 4 hat mir schon gemacht. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. So, das machen wir jetzt erstmal. Super. Dann geht es weiter mit den Wänden. Vielleicht sollten wir auch mal kurz nachziehen, ob ich auch wirklich wenig verzählt habe. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Okay. Machen wir die Wände weg. Wir alles. Wir können ja eigentlich die ganze Zeit Monster spawnen, sie tun es aber gerade nicht. Ist sehr angenehm. Dir. So. Dann die andere Seite der Mauer. Was drin? Nein.
Sehr schön. Okay, dann machen wir die Löcher überall rein. Also hier haben wir, da haben wir noch 1, 2, dann 1, 2 hier. 1, 2, 1, 2 hier. 1, 2, 1, 2 hier. 1, 2, 1, 2 hier. Dann 1, 2, 1, 2 hier. Und hier bleibt noch 1, 2 übrig. Sehr schön. Dann haben wir hier 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dort. Eins, zwei, eins, zwei hier. Eins, zwei, eins, zwei, der hier. So, dann eins, zwei, eins, zwei, der hier. Mist. Genau, und dann eins, zwei noch. Sehr schön. Dann, der Boden. Ich würde diesen Block hier erstmal verschonen, Leute, denn ich glaube, da komme ich wirklich nicht mehr rüber. Moment mal. Das hier war sogar falsch. Muss ja nur hier so sein. So, dann müsste das hier noch weg. Genau, bis auf den hier passt es jetzt. Ja. Ohne Anlauf ist es ein bisschen schwieriger. Hä? Nein! Ich war oben und bin wieder runtergefallen. Zu früh gesprungen. Jetzt. Okay, hier haben wir die Kiste, da kommt das rein. Hier haben wir die Andesit-Kiste. Nehmen wir mal 5 mit. Ich brauche noch das hier auch. Wegen dem hier. So, du kommst da rein. Zack. Dann brauche ich noch die hier, die hier, die hier. Und die hier auch. Genau. Ist der hier? Nein. Aber da ist ein Skelett. Sehr schön. Okay. Machen wir die Fackeln hin. Erstmal überall die Fackelhalter. Halterungen. Sie kommen tatsächlich auch überall hin. Ab und zu fehlen sie ja, wenn die Löcher zu groß sind, aber hier kommen sie tatsächlich überall hin. So, und hier noch. Genau, dann machen wir die Wände im Allgemeinen. Oder nein, dann machen wir erstmal die Redstone-Fackeln.
Soweit wir können zumindest. 1, 2, 1, 2 wäre hier. Und da. Ja, genau. So, aber hier ist bereits ein Loch, Leute. Das heißt, hier werden wir das ausnutzen. Hier werden wir Ding platzieren. Holz. Genau. Hier können wir das wieder so machen. Hier können wir sie noch nicht mal platzieren. Hier brauchen wir Holz. Wäre hier. Ja. Und dann wäre es hier. Auch hier bräuchten wir Holz. Geht also noch nicht. Abgesehen davon, dass ich jetzt ein paar mehr Redstone-Fackeln brauche. Und das Holz glaube ich noch nicht. Doch, ich habe es dabei. Sehr schön. Okay, machen wir aber erstmal mit den Wänden weiter. Vielleicht auch mit der Decke? Ich weiß noch nicht. So, der hier fällt tatsächlich komplett weg, Leute. Die hier fallen auch alle weg. Das ist auch schön. Hier ist der untere Block weg. Das heißt, die Fackel scheint hier besser rein. Und hier fehlt das hier alles. Das heißt, hier fehlt, kommt die Fackel besser nach links raus. Auch sehr angenehm. So, den Block habe ich aus Versehen weggemacht. Den würde ich wieder hinpacken. Ja. Denn der war eigentlich da. Jetzt bin ich nicht gelaufen. Ja, genau. So, so. Jetzt bin ich runtergefallen. So soll das hier aussehen. Bei dieser Wand. Dann machen wir jetzt die andere. Das ist nur ein ganz kleines Loch, Leute, und ich würde das einfach zumauern. Hier scheint die Wand sogar noch relativ gut im Takt zu sein. Da ist sogar noch einer. Genau, also hier ist die Wand noch relativ gut im Takt, Leute, bis auf hier das kleine Loch. Und dafür ist sie hier komplett aufgerissen irgendwie. Geht es hier eigentlich tief rein? Ja, relativ rein. Also das ist eine Höhle. Definitiv. Okay, dann machen wir als nächstes die Decke. Soweit möglich. Okay, den Rest muss ich von dort vorne machen. Ein
Bisher ist die Decke ja komplett in Ordnung. Aber das hier, das ist ein Loch, Leute. Das zählt hier alles mit dazu. Deswegen... ist hier tatsächlich offen. Und das heißt, die muss ich durch ganze Blöcke ersetzen. Damit man das von hier dann nicht sieht, wenn man hier reinsehen sollte. Und dann ist hier wieder Decke und dann passt das. Nein, nicht du, nein. Ja. Sehr schön. Das da oben ist nur ein kleines Loch, Leute. Das gehört nicht zu der Höhle. Wird zugemacht. Mit Boden wäre es vielleicht doch einfacher gewesen, wenn ich den zuerst gemacht hätte, aber naja. Es geht ja auch so. Falsch. So, fast fertig. Gut, Wände und Decke sind fertig, Leute. Nur noch der Boden. Das hier ist nur ein kleines Loch, das wird zugemacht. Das heißt, wir können hier ganz normal... Nein. Ganz normal hier den Boden platzieren. Und wir müssen wieder was Neues holen. Weiß nicht, Leute, heute ruckelt Minecraft so unglaublich, das ist nicht normal. Ich hätte eine gute Verbindung. Keine Ahnung. Kommt heute irgendwie ein unglaublich großes Windows-Update? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal, machen wir weiter. So. Hier waren wir. Das hier ist jetzt tatsächlich dann... Wir machen erstmal alles. So wie wir es bauen würden und dann geht es später weiter. Also auch hier würden die hinkommen. Aber hier weiß ich eigentlich schon, dass ich das Ganze platzieren muss. Wenn man sie von unten sieht. Bei denen hier ist es noch nicht sicher. Da ist drunter Stein, das heißt, wenn da irgendwie Holz hinkommt oder so, dann wäre das noch gerettet. Das hier ist tatsächlich ein Loch, das bleibt so.